Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin, also lass uns zocken. Ich bin der gefiederte Schön, dass du da bist. So, wir sind immer noch auf dem Schiff. Ich weiß nur noch nicht, was das für ein Schiff ist. Also wir haben auf jeden Fall keine Zeitreise gemacht. Ich gehe davon aus, dass das eine Halluzination von ihm ist. Man möge ihm den Kopf Irgendwas mit dem... Vielleicht der Stein zeigt ihm das. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Erstmal müssen wir hier uns befreien. Ihr seid alle Hunde! Ja. Und zwar... So. Beim Allerwertesten. Ich komme nicht dran. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht hilft die uns. Die schönen und intelligente Camille. Passt auf, Lady Camille. Camille. Es könnte sein, dass ich gleich einen Brieföffner in Form eines Dolches in eure Richtung werfe. Was verschafft mir die Ehre, Monsieur? Es kam mir in den Sinn, dass die kurvenreich gearbeitete Parierstange des Brieföffners euch dabei behilflich sein könnte, den Nagel im Pfeiler vor euch zu lösen. Und, falls dies gelänge, ihr so freundlich wäret, ihn mir im Anschluss zuzuwerfen. Ich gebe zu, dass ich den Zweck eines solchen Tauschgeschäfts nicht ganz erkenne. Doch werde ich euch den Gefallen tun. Gebt mir den Brieföffner. Passt auf, dass ihr kein Geräusch macht. Der Pirat draußen darf uns nicht hören. Ketten? Na, wenn es sein muss. Dumpfer Schlag? Ja. Spitzer Schlag? Nein. Ketten? Vielleicht. Schafft ihr es? Ich glaube, er gibt schon nach. Sag mir, Teufelshund, wirst du mich irgendwann hineinlassen? Geschafft. Fangt ihn. Nein, 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 nein. Zum... Wohin ist er gefallen? Er liegt direkt vor eurem Bein. Aber bist du dir sicher? Ja. Scheiße! Zum heiligen Herrgott. Habt ihr euch wehgetan? Ja, und wie? Am Kopf? Na! Ah! Was machen die denn da? Au! Was heißt Au? Wir haben für Au doch gar nichts vereinbart. Verdammter Nagel. Ich habe ihn mir in den Unaussprechlichen gehauen. Aber der Schmerz hat sich gelohnt. Endlich habe ich ihn. Ich habe den Eindruck, dass ihr ein Mann seid, der leicht zufriedenzustellen ist, Monsieur. Wartet einen Moment. Und ihr könnt Zeugen dessen werden, was ich mit einem einfachen Nagel vollbringen kann. Ja. Los, ihr räudigen Hunde, genau. Oder ich mach euch zu Kanonenfutter. So. Ja, der Nagel ist dünn genug, dass ich den Riegel damit herunterdrücken könnte. Dann könnte ich mit dem Briefbeschwerer darauf hämmern. Hoffen wir, dass der Pirat vor der Tür nichts hört. Spitzer Schlag? Ja. Kettengerassel? Natürlich. Und au, mit größtem Vergnügen. Einverstanden? Das heißt, ja. Wirst du mich jetzt gnädigerweise dort hineinlassen? Psst. Sie werden uns hören. Abgemacht. Wie wäre es mit Bestechung? Aha. Gut zu wissen, dass wir miteinander ins Geschäft kommen. Ja. Mit größtem Vergnügen. Ja? Beim Klabautermann habe ich mir den Knöchel gestoßen. Ich muss sagen, dein plötzlicher Stimmungsumschwung gefällt mir gut. Du belügst mich doch nicht, oder? Endlich frei. Die Ketten hießen... Wie? Was meinst du mit selbstverständlich? Beeilt euch und befreit mich auch. Glaubst du etwa, du kannst mich zum Narren halten und unversehrt entkommen? Du Sohn einer großen, kahlköpfigen Äffin. Ich werde nicht von deiner Tür weichen. Sobald du herauskommst, mache ich dich fertig. Hörst du? Und wie ich euch sage, ist es meine Pflicht, den Stern der Unterwelt zu finden, zu Interfecta zurückzukehren und die Orion zu versenken. Ich bin euch etwas schuldig. Also werde ich euch dabei helfen. Ich bin mir sicher, dass wir in Malantonies Tagebüchern, die er mir diktierte, einen Hinweis finden werden, der uns zum Stern führen wird. Doch zuvörderst sollen wir unsere Flucht vorbereiten, für den Fall, dass sie uns vorher entdecken. Wir bräuchten ein Boot. Ein Boot? Wartet hier. Ich habe es gewusst. Malantonius ist das typische Beispiel eines hasenfüßigen Kapitäns. Er hat ein Rettungsboot direkt unter seiner Kajüte, damit er fliehen kann, wenn es brenzlig wird. Wie verschieden wir doch sind. Ich habe keins. Nein, ich habe keins. Wirklich, das schwöre ich. Bei meiner mangelnden Ehre. Na gut,
Ich gehe rein. Lösung gefunden, Milady. Jetzt müssen wir uns nur noch um den verborgenen Stern der Unterwelt kümmern. Das ist wunderbar, Monsieur. So werde ich damit beginnen, die Tagebücher von Malantonius zu untersuchen. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit überall umschauen, wo ihr möchtet. Gewiss werdet ihr hier und da fündig. Gut. Schauen wir uns mal um. Das muss Malantonius gehören. Dieser Mann fühlt sich so unschlagbar, dass er sein Schwert noch nicht einmal bei sich führt. Mein Arzt hat mir verboten, Schwerter zu benutzen, also nein. Meinem Verständnis nach sind diese Schilde in Spanien sehr in Mode. Nein, mit dem Schild kämpfen nur Feiglinge und ich bin der mutigste von allen. Schon klar. Ich kann mich daran erinnern, in der Höhle einer Zauberin genauso eine gesehen zu haben, aber das ist eine andere Geschichte. Mit dem größten Vergnügen. Zum Teufel. Sie hätte genauso gut voll sein können. Ja. Sie müssten mal geschliffen werden, sind aber selbst in diesem Zustand bestimmt ziemlich schmerzhaft. Mein Arzt hat mir verboten, Schwerter zu benutzen, also nein. Jetzt übertreibst du das mit deinem Rücken, hä? Um Himmels Willen, nein! Wenn mich damit ein Pirat erwischt, werde ich zum Gespött der Zunft. Ja, okay. Er sieht wirklich aus wie ein echter Bargenio. Ein wertvoller Schrank aus Bargas de Toledo. Ja, mal sehen, was es hier gibt. Geh nach Hause, Trunkenbold! Mal sehen. Trunkenbold! Nichts. Dieser ganze Stapel fein säuberlich beschrifteter Schachteln und Kistchen beinhaltet nicht mehr als alle möglichen Urkunden, Formulare und Gesuche. Ich wollte, dass du was nimmst und nicht schließt. Naja, gut, okay. Das ist nicht irgendeine Vase, sondern ein echter Spucknapf der Marke Ming. Immer kurz, weil ich sehe das nicht. Ah, danke. Was soll das werden? Komm schon, rein. Igitt! Vom Geräusch her zu urteilen, kann man davon ausgehen, dass Malantonius ihn lange nicht leeren ließ. Nicht, dass du nur einfach nur gespuckt hast. Nein, du hast es richtig aus der Nase gezogen. Ne? Ich könnte schwören, dass da drin die Zunge eines siebenschwänzigen Drachen steckt. Wie jene, die man auf Jahrmärkten kaufen kann. Ich kann mich überhaupt nicht dafür begeistern. Aber was soll's. Zur Not kann ich sie immer noch verkaufen. Ist das was zu essen, oder? Sie ist lang, gespalten und äußerst elastisch. Wie alle Zungen, deren Ursprung mit Septa Cauda Draconis Lingua bezeichnet wird. Okay, also sowas wie Gummi, wenn das elastisch ist. Okay. Armer Kerl, so geleckt und mit Hörnern, auf die sogar der Minotaurus von Kreta neidisch wäre. Hast du gerade gesagt, so geleckt? Nein, der Stil der Samurais hat mir noch nie gefallen. Wenn ich mich recht erinnere, heißen sie Katanas. Oh ja, und die sind sauscharf. Hier ist der genaue Wortlaut des Arztes. Die Stunde, in der ihr euch dazu entschließen solltet, ein Schwert zu führen, ist eine dunkle Stunde. Denn ihr werdet euch an euer Bett gefesselt wiederfinden und werdet nie wieder aufrecht gehen können. Und so etwas sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch nicht so veräppeln, ja? Das sind die sehr bekannten Kartenzeichnungen von Piris Reis und Juan de la Cosa. Ich meine, ich habe den Namen schon mal gehört. Piri Reis. Piri Reis. Arbeitsscheues Gesindel. Ja, du stinkst. Meiner Treu, ist das anmutig. Wer hätte uns vor 4 Tagen sagen können, dass die Erde nicht flach wie ein Schnitzel, sondern rund wie ein gigantischer Fleischkloß ist? Jeder weiß, dass die echte Erde sich nicht dreht, sondern dass es die Sonne ist, die sie umkreist. Ja, natürlich. Doch mit diesem Globus hier kann ich machen, was ich will. Mhm. England, Spanien, Mediterranien, aber... Ja, okay, und jetzt? Geht auch nicht. Ah, hier ist was zum Drehen. Geht nicht. Ach so. Hä? Ich schwöre, dieses Getöse verheißt nichts Gutes. Oh nee, das ist wie safer.
Und gleich eine Kombination. Oder nicht? Aber es hört sich alles gleich an. Warum ist hier... Also wenn das eine Safe-Kombination ist, dann verstehe ich es nicht. Ich höre nichts und klicken. Zurück. Sei ruhig, Papagei, ich höre nichts. Also, es kann nicht sein, das ist falsch. Okay. Keine Ahnung. Raus hier, stinkender Hund! Raus hier, stinkender Hund! Ich glaube, wir müssen die Kombination irgendwo hier finden. Das ist zweifellos das Maskottchen des Kapitäns. Hallo, Vögelchen. Ah, ich bin der gefiederte Hund. Hallo, gefiederter Hund. Wo versteckt Malantunius den verborgenen Stern der Unterwelt? Was? Bin ich schon mal begegnet. Ich glaube, willst du etwas essen? Willst du etwas zu essen, hübsches Vögelchen? Den Haifischen zum Fraß! Ich bekomme plötzlich große Lust, ein zartes Hühnchen zu verschlingen. Ah, Julien-Suppe! Julien-Suppe. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Wir sind... Ja, nein, okay. Also das muss in seinem Kopf sein, weil er redet von Sachen aus der Gegenwart. Die Julien-Suppe zum Beispiel. Und dass er weiß von dem Stern oder von dem Stein. Sind wir uns schon mal begegnet? Geh nach Hause, Trunkenbold! Trunkenbold! Möge man dich ausstopfen, Hühnchen. Ah, bringt mir einen neuen Krug! Einen Krug! 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 Pah, dieser Vogel ist dumm. Oder aber er versteht sich. Ja, Brian, du Idiot! Er stellt sich dumm. Mhm. Okay, was ich sagen wollte ist, kann sein, dass der Stein in einer, ja, wie soll ich das denn nennen, in einer, nein, also der Stein zeigt ihm, wo es verloren gegangen ist, also damit er ihn finden kann. Und das ist am besten, wenn du sozusagen in der Vergangenheit bist. Obwohl das keine Vergangenheit ist, das ist nur sozusagen, als wenn das so eine Erinnerung wäre von dem Stein. Oder ich liege komplett falsch, keine Ahnung. Also ich blicke da nicht durch. Ja, nach dem Bordknast würde mir ein bisschen frische Luft ganz gut tun. Höre, alter Hund,
Warum können wir uns unsere Hundenamen nicht aussuchen? Der Captain hat es uns ein einziges Mal erlaubt. Und es endete damit, dass 20 Seemänner sich fast erstochen hätten, weil alle Meereshund heißen wollten. Bei der Herzdame, was brennt mir der Schlund? Reich mir den Rock. Und wenn ich Wolfshund hieße? Wolfshund gefällt mir. Für dich war es ein glücklicher Zufall, den Namen Schoßhündchen zu bekommen. Aber mit Gewalt geht alles. Bei der Herzdame, es ist kein Grog mehr da. Der Händler, von dem ich die Flasche erstand, sagte mir, sie sei verzaubert, dass in ihr der Grog niemals zur Neige gehe. Beim Karo-Buben. Ja, ich verstehe es auch nicht, keine Ahnung. Dein Händler ist mir vollkommen gleichgültig. Es ist kein Grog mehr da. Vielleicht braucht die Zauberei ein wenig Zeit. Und es dauert, bis die Flasche sich wieder füllt. Gibst du mir mehr Kerne? Nein, davon bekommst du nur Durst. Und Grog gibt's heute keinen mehr. Ohne Grog keine Kerne. Schnell, lass die Flasche runter. Da kommt jemand. Einen wunderschönen guten Morgen, tollwütiger Hund. Wie ich den Morgen hasse. Ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Die haben sich jetzt ja unterhalten wegen Hundenamen. Und parallel dazu in der Gegenwart, beziehungsweise in seinem Leben, ne, haben sich doch die Soldaten oder beziehungsweise die Agenten über Nummern gestritten. Ich will Nummer 1 sein. Nein, ich will Nummer 12 sein. Gibst du mir mehr Kerne? Nein, davon bekommst du nur Durst und Grog gibt's heute keinen mehr. Ein Haufen in Spucke getränkter Schalen von Sonnenblumenkernen. Ja, ein guter Pirat kennt keinen Ekel. Bäh. Hey, 3 ganze Kerne. Ah. Es ist zu. Was? Mit ein paar Blumentöpfen auf dem Fensterbrett würde es viel besser aussehen. Damit würde ich gar nichts erreichen. Das Fensterbrett ist kurz davor abzufallen. Welches? Das da? Mit bloßen Händen? Ich bezweifle, dass ich das schaffen würde. Was mögen Moment, diese Kerne Moment. An sich haben, dass ich so eine Lust darauf bekomme? Wenn es mit dem Nagel in der Kajüte geklappt hat, werde ich auch hier erfolgreich sein. Es wundert mich gar nicht, dass der andere Nagel herausfällt. Das Holz ist so korkig, dass es wie eine Theaterrequisite aussieht. Grog, ich vergehe vor Durst. Ich glaube, ich habe etwas Ähnliches in einem Schauspiel von Sir William Wilder gesehen. Ich könnte noch so hoch und oft springen. Ich gehe mir nie dran. Gibst du mir mehr Kerne? Nein, davon bekommst du nur Durst und Grog. Damit würde ich gar nichts erreichen. Ohne Grog. Ja, ist okay. Was ist da? Dort spielt eine Gruppe Haie gerade recht übermütig im Wasser. Ich weigere mich entschieden, das zu tun. Ja, ist ja gut. Was würde ich Dort spielt eine Gruppe Haie gerade recht übermütig im Wasser. Alles klar. Also da ist nichts. Okay. So. Bah! Geh nach Hause, Trunkenbold! Dann geben wir ihm mal Futter. Ja, genau. Iss, mein Hühnchen. Die sind schön in Speichel getränkt. Hier, nimm, lieber kleiner Papagei, ein leckerer Kern. Weil ich sie euch schulde als euer Kapitän. So. Und nun sag mir, wo dein Herr Malantunius seinen Schatz verbirgt. Ah! Der große Malantunius! Ah! Ist in die Hölle hinabgestiegen! Ja, aber das wissen wir doch schon. Gib mir Kerne! Von Spanien aus brach er nach Osten auf und näherte sich. Gib mir Kerne. Dem Reich der aufgehenden Sonne. Gib mir Kerne. Okay, ja, ich verstehe. Er sagt ihm jetzt die Kombination. Flüche und Verwünschungen. Ich habe keine mehr. Ja, Brian, du Idiot! Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob der Papagei mir das Versteck des Sterns der Unterwelt verraten wird. Aber wenn ich ihm keine weiteren Kerne gebe, werde ich es nie erfahren.
Okay, also wir müssen Kerne finden. Raus hier, stinkender Hund! Okay. Der blonde Pirat steht im Flur Wache. Aber zum Glück schaut er in die andere Richtung. Da versuchen wir mal. Ja, packen wir den Stier bei den Hörnern und sehen wir, was passiert. Meistens nichts Gutes. Was? Wie hast du dich befreit? Ich? Mich befreit? Was für ein Blödsinn. Hattest du nicht Fußschellen um? Soweit ich mich erinnern kann, nicht. Außerdem, welchen Sinn hätte es, einen so furchterregenden Piraten wie dich als Wache für mich aufzustellen, wenn ich schon durch die Fußschellen gefesselt wäre? Ja, das hört sich logisch an. Aber sei's drum. Ich habe so lange niemanden mehr fertig gemacht. Malantunius sagte, dass er mich persönlich erledigen wollte. Wenn du mich also umbringst, geht's auf deine Kappe. Verdammt. Ich habe kein Glück. Du hast gewonnen. Geh wieder zurück in die Kajüte. Oder ich mache Brei aus dir. Na gut. Aber nur, weil du mich darum bittest, ja? Genau. Keinen Ton, du Hund. Gib ihm das Gefühl, dass er die Macht hat. ja, aber toll. Aber was jetzt? Juliensuppe! Juliensuppe! Nein, ich habe alle mit Inhalt schon mitgenommen. Wozu? Es gibt doch eine Tür. Ja, aber... Ich muss alles damit würde ich gar nichts erreichen. Was ist mit der Flasche auf sich? Müssen wir die irgendwie auffüllen? Aber wie? Oh ja, genau. Damit würde ich gar nichts erreichen. Oh. Rein. Die zwei Nägel? Wenn ich noch einen finde, kann ich damit eine Gabel zusammenbauen. Ey, du Klugscheißer. Was willst du mit deiner Gabel? Okay. Dann reden wir mal mit Kame. Heißt die Kame? Verzeiht, dass ich euch belästige, Lady Kami. Bitte schön, Monsieur Brashian. Kami. Ja, Französisch. Das hatten wir aber schon, seit wir aufgenommen. Das hatten wir aber auch schon. Was wäre denn Französisch? Deshalb. Hatten wir das auch schon, glaube ich, oder? Keine Ahnung, testen wir mal. Wäret ihr so freundlich, mir noch einmal zu erläutern, weshalb ihr an Bord der Orion seid? Mit dem größten Vergnügen. Als Malantunius das letzte Mal auf der Schildkröteninsel war, rief er einen Wettbewerb um die Stelle des Schiffsjungen aus. Ihr dürftet unschwer erraten, wer den Wettbewerb gewonnen hat. Was für ein Wettbewerb? Ja, genau, er bestand aus verschiedenen Geschicklichkeitsproben. Oh, dem Duell der Beleidigungen, dem Raub diverser Götzenbilder und am wichtigsten der Schatzsuche. Man musste eine Golddublone finden. Ich entdeckte sie im Korbgeflecht eines mit Schokolattel gefüllten Gefäßes. Verflucht sei die Stunde, in der dies geschah. Ich habe noch nie von einem weiblichen Schiffsjungen gehört. Nicht ihr, nicht ich und noch viel weniger Malantunius. Daher nahm ich als Junge verkleidet am Wettbewerb teil. Sie haben mich nicht entlarvt, bis wir auf hoher See waren. Und ich bin aus reinem Zufall mit dem Leben davongekommen. Okay, aber ich glaube, das hatten wir aber schon, ja. Den entdeckten Fragen nicht so. Das will ich nicht. Das hatten wir aber schon. Wie habt ihr euch gerettet, als Malantunius die List entdeckte? Malantunius streichelte seinen Schnurrbart und rief seinen Männern zu: Fortuna ist euch hold, ihr Süßwasserhunde. Stellt mit ihrer an, was ihr wollt. Die Besatzung drängte sich mit blutunterlaufenen Augen um mich. Blut in den Augen und noch woanders. Im letzten Moment zog ich einen kleinen Dolch, den ich im Stiefel aufbewahrte und... Und was war daran so schwierig? Ich sehe doch, wie ihr die Tinte befeuchtet und in euer Heft schreibt. Ihr müsst eine inbrünstige Schreiberin sein. Das Problem, Monsieur Brashian, bestand darin, dass es keine Tinte an Bord gab und ich weigerte mich auszuführen, was von mir verlangt wurde, nämlich meinen Namen nach Art der Betrunkenen zu schreiben. Ihr wisst schon, wie. Viel Grog trinken, bis das Platzen der Blase unweigerlich bevorsteht, dann die Hose herunterlassen, zielen und... Bei Gott, Milady! Fahrt nicht fort.
Ich kann mir die Szene zu bildhaft vorstellen. Ja. Ihr botet ihnen die Stirn, Verehrte. Das wäre mir schlecht bekommen, Monsieur. Ich kniete mich einfach nur hin und schrieb mit dem Dolch auf die Decksbohlen. Als Malantonius meine Geschwindigkeit beim Schreiben sah, ließ er mich zu sich führen. Seitdem verbringe ich meine Tage hier und schreibe in Ketten seine wundersamen Ungeheuerlichkeiten auf, die er mir über sein grausames Leben diktiert. Darf ich euch fragen, wie eure Weiblichkeit denn entdeckt wurde, wenn die Frage nicht zu indiskret ist? Das ist es. Aber ich werde mich bemühen, euch zu antworten, ohne auf Anstand und Höflichkeit zu verzichten. Malantonius, der von Zahlen und Buchstaben genauso viel versteht wie von Würde und Ehre, hegte den Gedanken, seine Memoiren aufzuschreiben und rief zu diesem Zweck seine Mannschaft zusammen. Aber nur ich kannte das Alphabet. Und so baten sie mich darum, es vorzuführen. Eine haarsträubende, fast biblische Geschichte, Milady. Doch reden wir über andere Dinge. Oh ja, bitte. Nein, das will ich nicht. Nein, wir sind fertig. Wir werden in Kürze weiterreden, Lady Camille. Wie ihr wünscht, Monsieur Brashian. Gut, er wird uns jetzt nicht sagen, weil wir keine Kerne haben. Da kommen wir nicht weiter. Wir müssen also raus. Ist der immer noch da? Ich könnte den Flur nicht überqueren. Es sei denn, ich stelle den Piraten, der ihn bewacht, kalt. Ja, aber du hast keine Waffe. Oh doch. Genau. Ich weiß nicht. Boah, wie? Du weißt nicht. Mehr hast du nicht. Schlug ihn auf den Kopf. Die Idee gefällt mir nicht. Schlug ihn auf den Kopf? Schlag ihn auf den Kopf. Komm ich jetzt auch da drauf? Ja, nimm mal die Zunge. Bei Gott. Es war wirklich Zeit, dass dieser Nichtigkeit ein gewisser Zweck zukommt. Ach, sag bloß. Das funktioniert tatsächlich? Also ich hätte den Dolch genommen. Ja, was jetzt? Wird das wohl klappen? Ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Ich könnte den Flur nicht überqueren. Es sei denn, ich stelle den Piraten, der ihn bewacht, kalt. Ah, jetzt willst du den Dolch jetzt doch haben, oder was? Damit würde ich... Hä? Ein Holzflock? Das hat wenig Sinn. Ich bin der gefederte Hund. Teuflisch geniale Erfindung. Ja, Nägel... Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung. Ich könnte den Flur nicht überqueren. Es sei denn, ich stelle den Piraten, der ihn bewacht, kalt. Moment. In Ordnung. Aber womit trage ich sie? Wie, womit trage ich... Wird das wohl klappen? Probieren wir es. Ja, au. Puh, das hat bestimmt wehgetan. Ich nehme die Drachenzunge. So wird niemand erfahren, wie und warum Russenhund eingeschlummert ist. Los, raus hier. Er ist ruhig wie eine Klosterruine. Wieso geht das nicht weg? Hallo? So geht das. Ach. Wo ist er? Der Arme ist eingeschlummert. Russenhund. Bei den Piraten gab es doch keine Russen, oder? Das war das letzte Mal, dass ich Russenhund etwas geschenkt habe. Ich ertrage es nicht, dass man Sachen einfach so liegen lässt. Ja, ich fände es gut, ihn wieder an mich zu nehmen. Vor allem, weil er trotz des geringen Gewichts Schaden anrichten kann. Malantonius scheint nicht zimperlich bei der Bestrafung seiner Männer zu sein. Weißt du, mir gefällt, was du mit deinen Händen gemacht hast. Meine hängen den ganzen Tag über hier. Und du glaubst nicht, wie schwer sie am Ende des Tages sind. Wie ekelhaft. Da ist Wasser drin. Und das Schlimmste daran, es ist sauberes Wasser. Weiche zurück. Das werde ich nicht berühren. Auch nicht, wenn die Hände mir vor Krätze abfallen würden. Boah, aber wir haben Flasche. Füll die auch. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung.
Wasser, Flasche. Ne? Sicher hat Malan Tunis es in irgendeinem Ausverkauf erstanden. Ich könnte es Lady Camille schenken, aber es scheint mir keine passende Kleidung für eine Flucht im Boot zu sein. Was können diese merkwürdigen Ritzen um den Türknauf bedeuten? Einverstanden. Was können diese merkwürdigen Ritzen um den Türknauf bedeuten? Was für eine wunderbare Vorrichtung ist das denn? Um ein Haar hätte es mich erwischt. Ja, alles klar. Es zeigt, was ich schon eine ganze Weile vermute. Malan Tunis ist in sich selbst verliebt. Mhm. Ja, ich werde die Sicherheitsbedingungen verschärfen. Mir egal, wer du bist. Ich habe dir schon gesagt, du musst warten, bis du dran bist. Hä? Aber du bist doch der Gefangene. Erweis mir deine Glückwünsche, Kamerad. Verdammt! Oscar! Bist du geflohen? Du selbst hast mir diese Fußschellen verpasst. Glaubst du etwa, dass ein kränklicher Engländer wie ich sich daraus befreien kann? Teufel nochmal, du hast recht. Was ist geschehen? Der Kapitän hat mich freigelassen und in die Besatzung aufgenommen. Meine ehrlosesten Glückwünsche, Kamerad. Und was für ein Hund seid ihr jetzt, euer Gnaden? Wie bitte? Ja, verdammt. Welchen fürchterlichen Hundenamen hat dir der ehrenwerte Kapitän in seiner Güte gegeben? Blutlandsleiche, heißer Hühnchen. Heißes Hündchen? Netter Spitzname. Teufel, ich jedenfalls bin fetter Hund. Womit kann ich dienen, heißes Hündchen? Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, habt einen schönen Tag.